So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4 und hier sind wir beim allerletzten Level der Story, wahrscheinlich jedenfalls. Öffne die Grenzen von Wano Kuni, der letzte Kampf auf Onigashima. Die beiden Piratengruppen, die von je einem der vier Kaiser angeführt werden, ziehen los. Mit einem schlafenden Ruffy vor ihnen kämpfen sie die letzte Schlacht. Unterdessen regt sich im Hintergrund eine geheimnisvolle Figur. Okay, bin sehr gespannt. Wie kann ich alles spielen? Oh mein Gott, alle. Gut, Ruffy, Zoro, Usopp, Nami, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, Bartolomeo, Cavendish, Law, Kid und Sabo. Sabo, Bartolomeo und Cavendish wurden hier dazu gedichtet. Aber Law und Kid sind sehr wahrscheinlich. Und Kid würde ich gerne ausprobieren. Und Law muss ich noch ausprobieren. Und Usopp nach der 2-Jahres-Pause muss ich auch noch ausprobieren. Ich muss jetzt kurz gucken, wen ich jetzt spiele, weil ich ja in manchen Leveln noch Charaktere spielen kann. Und ich muss diese drei Charaktere ausprobieren noch. Und das sind die einzigen, die mir noch fehlen, soweit ich weiß. Also werde ich hier kurz durchgucken und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, okay, weiter geht's. Ich kann eigentlich Lysop, Law und Kid alle noch in irgendwelchen Leveln spielen. Also kann ich jetzt einfach nehmen, wen ich will, weil ich kann alle noch irgendwo spielen. Ich würde sagen, dann probieren wir einfach mal. Ne, warte, Kid. Und Law. Haben wir beide einmal ausprobiert, aber nicht nach der 2-Jahres-Pause. Fällt mir gerade so ein. Also gespielt haben wir sie schon, aber nicht nach der Pause. Und Lysop ist der einzige der Strohhüte, der mir noch fehlt. Also denke ich, es wäre storytechnisch am besten, wenn ich Lysop zuerst spiele und dann in den nächsten beiden Parts noch Law und Kid ausprobiere. Was jetzt bedeutet, dass ich mit Lysop Kaido besiegen muss. Aber Lysop ist sowieso, finde ich, völlig underhyped, weil Lysop ist einfach einer der coolsten Charaktere überhaupt. Weil er einfach überhaupt keine Superkräfte oder sowas hat wie alle anderen. Und trotzdem einer der toughsten Typen ist. Wenn man mal hier in die Lobby, wo er Ruffy wieder aufgeweckt hat und wenn man Dings anguckt, hier Film Gold war das, glaube ich, oder war das eins später? Der neueste Film. Ah, also auch ein ganz krasser Film, wo was weiß ich wer alles mitspielt. Sabo, Dings ist dabei, Luki ist dabei, Smoker und so weiter. Wo die alle dabei sind und Lysop einfach voll der Ehrenmann ist, sozusagen. Okay, also werde ich mit Lysop Kaido besiegen und werde Lysops Kopfgeld einfach auf ein paar Milliarden bringen. Weil, Law und Kid spielen wir noch, aber Lysop ist der letzte der Strohhüte, der mir fehlt. Und ich finde, es gibt keinen besseren, der dieses Level hier spielen soll. Big Mom Kaizokudan no Hontai to Mugiwara no Ichimi. Okay, hier leckt es jetzt kurz. Aus irgendeinem Grund ist es gerade eben auch schon passiert, deswegen habe ich die Aufnahme nochmal cutten müssen. Aber jetzt geht's wieder, also geht's weiter. Okay, das war schon. Nee, war es noch nicht. Blackbeard. バジェス、お前に一つ頼みてえことがある。麦わらとビッグマムがやり合ってるうちにカイドウの寝首をかけ。これであいつも姿勢だ。わお、オッケー。任せてくれ、船長。よし、行くぞ野郎ども。四皇どもをまとめてぶっ飛ばして。 Dann müsstest du aber noch Shanks besiegen. Und der ist ja nicht, zum Glück. Das hätten sie auch noch dazu dichten können. Luffy ga Kaido ni tsukamatta to kiite tonde kitara, kono arisama da. Kusso. Mou sukoshi hayaku tsuite ireba. Sende! Wano kuni ni kurohige ga jouriku shita moyou desu! Man hätte eigentlich Kusan auch in diesem Level spielen
können sollen. Jetzt laggt schon wieder. Also warten wir kurz. Aber ja, wenn Kusan schon hier auftaucht und Smoke unter Shigi, dann sollte man die eigentlich auch spielen können. Aber gut, okay. Ah, die gehen vor. Okay. Okay. あれは麦わらの一味麦わらを引き渡せママの命令だ逆らったらどうなるかわかるよねくっくっくっく来たかビッグマム海賊団戦闘準備だ俺も手を貸すルフィたちが目を覚ますまで俺たちで持ちこたえるぞ Ja gut, okay. Dein Kopf ist viel zu groß, Momonosuke. Cutscene auch noch, okay. Bartolomeo! Okay. Bartolomeo chillt einfach hart mit seiner Fähigkeit und beschützt Ruffy dadurch auch, macht gar nichts. Es geht auch allen gut. Noch. Ruffy wird pisst, wenn Momonosuke flennt. Er haut ihm eine rein. Aber okay. Oh. Okay, das trifft's. Warina, Wani Sasitimata. Yaksukudamuma. Ima, Aizra, Butuas de Kurukayo. Damn, okay. Ruffy hat zugenommen. Alles ist still und der schreit da rum. Wie behindert. Oh Mann. Akita auf, auch mal wach. Okay, ohne Absprache. Kid wundert sich nicht mal, dass er teleportiert wird von Nor. Goran Kudasari, Momonosuke-sama. Nakama no tame ni tachiagari. Nakama wo mamoru tame ni tatakau mono. Solega. Sole koso ga. Kai zoku. Iku zo. Yaro mama. Yeah. Lissa wird jetzt Kaido in den Arsch treten. Oh Mann, habe ich mir jemand ausgesucht. Okay. Usopp! Alles klar, ich muss erstmal nach den Fähigkeiten gucken. Gibt's irgendwas Neues? Ich glaube, die sind alle relativ neu.
Ich werde wahrscheinlich gleich wieder. Okay, Flash-Dial habe ich schon. Schlafstern habe ich schon. Schurikenbombe habe ich schon. Ich muss echt kurz gucken, was ich alles schon eingesetzt habe. Wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Bis gleich. So, alles klar. Ich habe nachgeguckt. Wir haben genau die vier Fähigkeiten einfach noch nicht ausprobiert. Wir haben alle anderen Fähigkeiten aus den vier. Wir haben die. Die sind alle neu. Eins heißt grüner Stern Schädelbombengras. Pflanzt einen Samen, der eine riesige schädelförmige Explosion verursacht. Sturmangriff, Meteoritenschauer, Feuer, Trümmer ab, die vom gewachsenen Bakungras verschlungen worden sind. Lysop grüner Sternzeit ist leicht verändert zu seinem Feuersternzeit, hieß es, glaube ich. Volle Kraftburst, grüne Sternangriffe werden verstärkt. Welches alle außer die hier sind. Und grüner Stern Trampolier lässt Pflanzen wachsen, die nahegelegenen Gegner in die Luft schleudern. Okay, das sind seine neuen Fähigkeiten. Ansonsten können wir hier tatsächlich noch eine, zwei, drei, vier freischalten, die ich mir alle noch angucken muss. Aber das hat ja noch Zeit. Jetzt müssen wir erstmal die vier ausprobieren, die wir jetzt haben. Und außerdem brauchen wir Fähigkeiten. Ich glaube, das sind so viele, wie er kriegen kann. Das heißt, wir werfen Kopfgeldjäger raus. Und Herkulesstärke hätten wir jetzt nicht rauswerfen müssen, weil die kann ich ändern. Wie hieß denn das überhaupt? Das war das mit Weisheit des Kapitäns. Hartnäckigkeit sollte ich behalten. Wo waren die? Da. Und dann das Wichtige ist Weisheit des Arztes. Hier. Okay. Jetzt kann ich ganz gemütlich leveln. Gibt's noch Attackfähigkeiten, also Kombos? Was ist das hier? Erhöht die Dauer, die ein Gegner bewusstlos bleibt. Das habe ich auch noch nicht. Das brauche ich jetzt aber eigentlich noch nicht. Allerdings kostet es so gut wie gar nichts. Und Berries habe ich sowieso genug. Also level ich das mal kurz auf Maximum. Und wie gesagt, Fähigkeiten level ich erst hoch, wenn ich mir entschieden habe, welche vier Fähigkeiten ich überhaupt behalten will. Was jetzt absolut noch nicht der Fall ist. Ich habe ja noch nicht mal alle gesehen. So, Ausdauer und jetzt haben wir alles hier auf 3. Dann machen wir jetzt zack, 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 zack. Na, vier Münzen haben wir hier nicht. Aber die geben wir alle aus. Und zack, okay. Das wär's. Alles, was noch offen ist, sind die neuen Spezialattacken, die ich irgendwann ausprobieren werde, aber nicht jetzt. Jetzt probiere ich erstmal die aus. Okay, ab geht's. Auf gegen Kaido. Lysop gegen Kaido. Damn. 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 Oh Gott, das explodiert. Okay. Also erstmal hat er hier riesige Schuriken. Ist ja mal voll der Hammer. Muss ich da irgendwas mit den Dingern machen, oder? Geil, ich hab Trampoli gebaut. Was tust du da? Okay. Geil. Ja. Leider ist er irgendwie noch ziemlich schwach. Aber an so... Ach du Scheiße! Alle weg! Alles exploded. Was zum Fick hat der für seine Fähigkeiten? Ganz ehrlich. Okay. Ich weiß nicht mal, was ich hier tue. Ich klopp mich hier mit irgendwelchen Dudes. Ich muss jetzt erstmal die Nebenquests machen, wenn ich den Weg finde. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Moment. Ich habe mich jetzt schon verirrt. Ich bin Zorro. Hä? Okay, ich muss auf jeden Fall da hoch. Ich muss hier nicht alle killen, aber die da sind. Der ist noch ein bisschen im Weg. Es macht auch keinen Sinn, die alle zu killen, außer für Level, für die Bewertung, für den S-Rang. Aber ich sollte erstmal zu den Ausrufezeichen rennen, bevor die verschwinden. Ich weiß nicht, wie lange die bleiben. Da unten ist auf jeden Fall Sabo, wie es scheint. Da gehe ich zuerst hin. Auch wenn er am Arsch der Welt ist. Also alle in Ruhe, ich habe keine Zeit für euch. Ich finde den Weg nicht. Spreng das da mal, ich weiß nicht, was dann passiert. Oh. So. Ah, da geht's lang. Erstmal alles in die Luft springen und dann den Weg finden. Okay, chillt mal. Alter, es ist so viel auf einmal. Überall sind Gegner. Ich will erstmal die die Nebenmission machen. Hier ist alles voll. Naja, ist das letzte Level praktisch. Also, da ist Law. Ich muss wohl mit Law zusammen Perospiro besiegen. Da ist irgendwas. Ich weiß nicht, was das Ding macht. Okay. Ich weiß wirklich nicht, was das da macht. Ah, es explodiert, wenn man drauf schießt. Okay. Ich grab nochmal so ein Ding. Und boom! Oder, ja, doch, passt. Was passiert hier? Wo ist er denn? Wo schießt ich hin? Wo muss ich... Da ist Perospiro. Halt, stopp! Du machst jetzt erstmal ein Trampolin. Ah, warte. Erstmal ich spawn. So. Trampolin! Ah! Shit!
Lasst mich in Ruhe. Ich bin Super Captain Lissop. Hey! Jetzt will man aufrennen. Damn, da haut sie mal kurz darüber. Ey, der hat ja noch halbes Leben. Macht aber gut Damage. Und BOOM! Spero einfach nicht zu Boden kommen lassen. Wo ist er jetzt schon wieder hingeflogen? Hä? Wo hab ich den jetzt hingeschleudert? Ich habe ihn gerade echt aus den Augen verloren. Moment, ich kümmere mich jetzt mal um den Anführer kurz. Wenn ich schon mal hier bin. Der flieht. Wo will er denn hin? Okay. Ich habe die Häftlingsrübe, aber hier ist noch einer. Wo ist Piro? Ach, da! Jetzt bist du so weit weg! Okay. Jetzt rennen wir dich erstmal über den Haufen hier. Und verpiss dich! Okay, das hat noch nicht genug Damage gemacht, aber es hat schon ordentlich Damage gemacht. Will ich trotzdem sagen. Das hat noch nicht genug Damage gemacht, aber es hat schon ordentlich Damage gemacht. Bisschen falsche Betonung da. Aber gut, es reicht. Er ist so gut wie tot. Ey! Hör auf damit. Okay. Teach ist aufgetaucht. What the fuck? Jetzt chill doch mal! Wieso passiert denn so viel auf einmal? Weehaha, okay. Lasst mich erstmal chillen. Ich muss echt voll. Ich muss die ganze Zeit nur in der Gegend rumrennen und Nebenmissionen machen. Ich bin völlig überfordert. So viel zu tun. Und dann bin ich auch noch Usoppe! So, hier ist die nächste Nebenmission. Ups. Da ist Brille. Das macht schon Damage hier. Kaboom! So, jetzt wird's wehtun. Alle mitkommen! Und tschüss, ihr Ficker! Oh, damn! Und gleich noch das Gebiet hier erobern und den Anführer da killen. Und boom! Geil, ey. Okay, und dann direkt Kizuna Rush hier. Meine Fresse, sind ganz schön viele Gegner, ganz ehrlich. Die ganze Karte ist gelb und rot. Wo ist Brûlé hingeflogen? Treffe ich die? Moment, die ist über mir. Ach, scheiße. Nee, hat nichts gebracht. Aber die ist im Slow-Mo-Fall-Modus. Das ist natürlich auch toll. So, hüpf. Okay, das bringt nicht, solange sie ein Schild hat. Schade eigentlich. Aber die Fähigkeit bringt es echt gar nicht, aber sie ist amüsant. Irgendwie. Okay, aber das macht echt ordentlich Damage, das muss ich zugeben. Auch wenn man es nochmal zünden muss. So, das wär's dann mit Brûlé, denke ich. Tschüssi. Und damit haben wir beide Nebenmissionen erledigt und können weiter. Oh, da ist schon die nächste Nebenmission. Scheiße, wie komme ich denn da hoch? Katakuri, ich habe jetzt gerade echt keine Zeit für dich. Hallo, tschüss. Ah, Moment. Ah, nee. Ah, doch. Ich mache die Nebenmission schon noch. Aber ich bin mir sicher, die bleibt bestehen, bis ich mit allen zu dem grünen X laufen kann. Da hinten. Ich hoffe jedenfalls, dass ich mich da nicht irre. Ich mach jetzt kurz Katakuri platt, weil... Warum hat er jetzt überhaupt wieder die Seiten gewechselt, der Arsch? Warum rettet er es, Ruffy, und dann kämpft er gegen uns? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht, was die sich da gedacht haben. So, ich springe jetzt mal in die Luft. Gott, was geht mit seinem Leben? Das macht ja übertrieben viel Schaden. Komm mal mit, Katakuri. Ah, das macht nicht... Der hat noch ein Schild. Cavendish, hallo. So, der Lärm. By the way, Kevin im Deutschen. Oh, Kapong und Kap. Okay, ich will meine Super Captain Mr. Hammer Fähigkeit einsetzen. Pock, 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 Pock. Ey, lass mich pocken. Aua, hallo. Ich fliege in der Gegend rum. Mein Leben. Mein Leben! Und ich habe gesagt, ich verliere nie wieder Leben, wenn ich die Fähigkeit da habe. Da habe ich mich aber geirrt. Katakuri, auf wegzurennen, du feiges Karnickel!
Jetzt reicht's, ich klopp dich jetzt ins Nirvana. Und stirb, du Drecksack. Ja, ist immer noch tot. Okay, aber fast. Da. Und kaboom, du Arsch. Okay, ab dafür. Oh, dich kenne ich noch. Ich will mich auch beeilen, dass ich zu dieser Nebenmission da komme. Ich glaube, was passiert denn? Hallo, warte, ich will da drauf schießen. Hallo, hier sind so viele Samen. Ich muss die alle aktivieren. Okay. Da ist noch ein Samurai. So, jetzt aber ab dafür. Ich habe keine Zeit, mich mit jedem einzelnen Pimp hier zu kloppen. Ich habe da hinten eine Nebenmission, die ist wichtig. Ich renne jetzt einfach dahin. Nein! Bitte lass mich nicht verschwunden sein. Alles gut, die Nebenmission ist noch da. Ich nehme an, es geht um Blackbeard oder Bargus. Da hinten. Und ich nehme an, wenn Big Mom besiegt ist, öffnen sich diese ein paar dieser Versperrungen. Nicht alle. Und die vorderen. Drei. Also, oben. Mitte oben und rechts unten. Ihr wisst, was ich meine. Die halt die ersten Absperrungsbereiche, so, dass das da aufgeht und dass wir zu dem X kommen. Aber erst müssen wir Big Mom besiegen. Ich nehme an, das ist der Punkt. Aber hier ist Teach, okay. Ja, ich bin Captain Lissop. Ich kann euch alle besiegen. Selbst dich mit deiner Finsterfrucht. Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott, du hast eine ganze Armee hier. Aber ich bin Captain Lissop. Ah, Teach macht Trampolinspringen. Okay, jetzt reicht's. Ihr sterbt alle. Aber ich bin hingefallen. Geh erst mal kurz in Ruhe. Ich muss die Fähigkeit hier einsetzen. Ja, kommt alle mit! Stirbt! Oh, damn. Okay, das reicht leider nicht. Alter, sind das viele. Hier sind Kills ohne Ende für mich. Oder besser gesagt, hier sind bronzene Münzen. Explodiert alles. Oh Gott, alle sind K.O. Boom, Alter, die Fähigkeit ist sick. Das muss ich zugeben. Die ist, hallo? Okay, ich hab's gerade voll nicht gecheckt, was passiert ist. Aber Teach hat mich offensichtlich in seine Fitzelsmut eingesagt. So, weg jetzt mit euch. Komm mit, Teach, ich klopp dich ins Nirvana. Warum bist du eigentlich im Game Team? Das ist theoretisch auf Big Moms Seite. Aber ich glaube, das haben sie nur gemacht, weil es keine vierte Seite gibt. Und weil Blackbeard eben... Also Teach! Warte, die Seiten sind ja meine Seite, also die guten. Versus Big Mom, die gelben. Versus Kaido, die roten. Und halt versus Teach, der halt auch noch in den gelben ist, weil er... Weil es keine vierte Farbe gibt. Aber wenn es eine vierte Farbe gäbe, wäre da Teach drin, denke ich. Okay, jetzt spreng ich erstmal alles hier in die Luft. Ah, hör auf mich einzusaugen, jetzt Mann, das nervt. Ich kann nichts machen und du kannst nichts machen. Das ist doch total behindert. So, da, flieg in die Luft. Okay, das hat funktioniert. Und Captain Lissop. Boom. Und Trampolin. Und Special Attack. Fahrt zur Hölle, Blackbeard. Und ich habe einen Anführer, verdammt. Also, einer unserer Anführer ist aufgetaucht, weil das Territorium fast von den Gegnern erobert wurde. Und seht mal mein Leben an. Erinnert ihr euch, da ich vorhin fast verreckt bin? Tja, das hat sich damit wohl erledigt. Was war das? Teach hat die Kamera geschlagen und mich jetzt total verwirrt. Ah! Okay. Ah, auf damit! Sag mal. Los jetzt! Du nervst mich gerade des Todes. Flieg in die Luft. So, damit das nicht... Wo bist du hingeflogen? Da. Okay, jetzt komm... Wieso bist du jetzt nach oben gefallen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay, das hat getroffen. Gut. Da, Trampolin. Viel Spaß. Ah, hör auf damit. Du nervst mich. Du machst nichts außer Nerventeach. Jetzt habe ich gerade kurz mal die Richtung... Vercheckt. So, und jetzt Kaboom, du Penner! Na, das reicht noch nicht. Okay, dann Kaboom, du Penner! Und... Ups. Und... Okay. Du musst nur eine dieser Fallen da aktivieren. Okay, das sind ja mal mega geile Fähigkeiten. Ich glaube, wenn Lissa wirklich so viele so coole Fähigkeiten hat, dann besiegt der Kaido ihn echt problemlos. Deswegen habe ich Lust auf genommen. Ich wusste, dass er es schaffen kann. Okay, gehen wir zu Big Mom. Ich brauche hier nicht jeden einzelnen verdammten Gegner besiegen. Ja, ich sollte eigentlich Kills sammeln, weil 688 wird noch lange nicht reichen.
Aber ganz ehrlich, es gibt erstens auch noch ein Zeitlimit. Und zweitens sind das viel zu viele. Guckt euch das mal an. Okay, die nehmen wir gerne alle mit. Hier, fahrt zur Hölle, ihr alle. Das hat ein paar Kills gegeben. Land der Katastrophe. Wisst ihr was? Hier, komm, komm mal her. Und boom! Oh, die ganze Fuck. Die ganzen Balken, die einfach weg sind. Das ist awesome. Okay, hier, Trampolin für euch. Oh Gott, Trampolin auch für mich. Das wusste ich noch nicht. Los jetzt, was passiert da hinten? Irgendwas besiegt sich gegenseitig. Hallo. Ihr seid viel zu viele. Ich will euch schon alle killen, wenn ihr so viele auf einem Haufen seid. Dann lohnt sich das. Tschüss. Okay, gleich haben wir die 1000 geknackt. Wir hatten gerade erst 500 irgendwas. So. Und kaboom. Weg mit allen. Okay. Und weiter weg mit allen. Und noch weiter weg mit allen. Und fertig. Okay. Ich habe über 1000 Kills. Das sollte erstmal reichen. Oh Gott, sind das viele. Ich renne jetzt da vorbei. Ich habe keinen Bock. Ich gehe zu Big Mom. Das geht doch gar nicht fit. Das sind einfach viel zu viele Dudes. Und vor allem, was macht Big Mom mitten im feindlichen Territorium? Ey, die hat viel zu viel Leben und Schild und alles, aber ich mach der ordentlich Damage, holy shit. Nope, du kriegst mich nicht getroffen. Ich bin Gesunawasch, Captain Lissop. Alter, sind hier viele Gegner, was ist das denn? Stirb, Big Mom. Oh Gott, ich werde weggeschoben. Von der Alten. Okay. Ich hoffe, das hat Damage gemacht. Ich habe nämlich nichts davon mitgekriegt oder gesehen, dass es Damage gemacht haben soll. Ah, schieb mich doch nicht von meinen Fallen weg, du Bitch. Macht doch, geht doch gar nicht. Ich kann ihn nicht einsetzen, wenn ich so. Warte mal. Boom. So. Aber irgendeinen Loot besiegt. Okay, Big Mom hat sehr viel Leben und sehr viel Schild und ständig unverwundbar. Aber das schaffen wir trotzdem. Komm mit, Big Mom. Ich renne dich über den Haufen und alle anderen auch. Und. Boom. Oh je. Jetzt, Mann, geh doch mal weg von meinen. Hier, du schieb mich dauernd von meinen Fallen weg. Kaboom, ihr Ficker. Homies ergreifen Besitz von Big Mom. Was ist denn jetzt falsch rum? Wieso greifen die Homies Besitz von Big Mom? Das ist bis andersrum. Ich verstehe nicht. Da frisst das einfach. Au! Alter, wieso seid denn ihr eigentlich so viele? Prometheus! Alter, shit, er geht's ja völlig ab. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, hier ist einfach zu viel los. Guckt euch das an. Goddammit. Okay. So, dann spreng ich euch einfach mal ein paar Mal in die... Heieieiei. Da kann ich Big Mom jetzt überhaupt gerade treffen, weil die ist einfach da oben. Ich spring mal hoch. Das Coole ist, Lissop kann das ganz gut. Hep. Da habe ich mir den richtigen ausgesucht, denn... Ja gut, nee, Sanji wäre ein Himmelstyp. Aber Lissop kann auch ganz gut springen. Und er hat einen Riesenhammer, den er nur im Sprung hat. Meine Fresse, muss ich das jetzt die ganze Zeit machen, oder was? Das geht doch gar nicht. Okay, ich probier das mal. Ah! Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich sehe Schatten. Das ist alles. Wieso ist hier so viel Chaos? Was ist denn das für ein Level? Saß ich gerade auf meinem Arsch. Renn Big Mom über den Haufen und spreng sie in die Luft. So. Okay, dann noch ein Balken. Ich sehe nichts, ne? Ich sehe gar nichts. Seht ihr was? Ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. So. Alles in die Luft sprengen. Oh mein Gott, ihr Leben ist einfach weg. Ist das für... War ich das? Ist ja voll... Alter, ihr Leben! Stirb, du Bitch! Geil. Ich
バラバラに挑んでも拉致が開かねえ。ビッグマムに一泡吹かせるには、ルフィ一斉に仕掛けるぞ。Okay, jetzt erfinden die den Kampf der Ströte gegen Big Mom. Geil. Okay, das passt. Bulk hat Zeus zerschnippelt. Und Nami hat Big Mom. Nami hat Zeus eh bekehrt. Damn. Fucking Chopper. Oh man. Jetzt geht's rund. Das Teufelstrio. Boah, damn. Alle rasten aus. Hä? Ist die neu? Ah, das weiß ich doch gar nicht. Das könnte sogar sein, dass die erfunden haben. Ich glaube nicht, oder? Damn, die haben gerade vorhergesagt, wie Big Mom besiegt wird, die noch nicht besiegt ist. Oder auch nicht. wie wollen sie jetzt Kaido bekämpfen, wenn sie nicht mal Big Mom platt kriegen? Weil Kaido ist schon noch mal heftiger, finde ich, als Big Mom. あいつら許さねえ。どこ行きやがった、麦わら。ざまねえな、ビッグマム。てめえは黒ひげか。麦わらに手ひどくやられたか。おめえのイカレっぷりもどうやらここまでみてえだな。さすがに耳を疑ったぜ。あんたとカイドウがぶつかるって知ったときはよ、あんたら麦わらをめぐりお互いの戦力を消耗する。俺にとっちゃあんたらを潰す絶好の機会ってわけだ。麦わらの連中は予想以上にやってくれたぜ。大した苦労もなく四皇の首を取れる。誰よだ。あんたもカイドウもここで消えてもらう。老いたあんたらの時代はもう終わったんだよ。ふざけるんじゃねえ。俺がてめえみたいな若造に負けると。Ach du Scheiße. Urohige. Kudarane teo tsukai yagatte. Doitsu mo koitsu mo hone ga ne. Was war das? Teichi senchō, sumane. Yami uchi wa shippai da. そこのババアがどうなろうと知ったこっちゃね。だがこれ以上俺の島で暴れようってんなら生かしちゃおけねえな。あり揃っちまうとはさすがに分が悪い。裏かるぞ野郎ども。Herzchen, nee. Oh, das ist Doll.
Okay, das kann, soweit ich weiß, nicht mal passieren, weil ja Brûlé und Katakuri eh nicht dabei sind. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Brûlé nicht dabei ist. Und die Fähigkeit ist damit noch so aus. Zumal die sich gegenseitig gar nicht umbringen. Also, alles dazu gedichtet. Okay, die Gelben sind damit weg. Ich muss aber immer noch Kaido bekämpfen. Denn das Level ist noch gar nicht vorbei, auch wenn das eine elendlange Cutscene war. Big Mom ist besiegt und alles Gelbe ist verschwunden, wie ich es gesagt habe. Aber die Roten sind noch da. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss, weil der Weg ist noch blockiert, also klopp ich mich hier erstmal durch. Haben wir noch ein paar Kills. Da! Hawkins und Jack sind da und vielleicht auch Drake. Lass mal den Weg finden. Muss ich jetzt allein gegen die kämpfen oder was? Ey! Was wollt ihr bei der Sunny? Lass das mal. Jack! Bleibst du wohl stehen? Hawkins kann machen, was er will. Ich muss zu Jack. Wieso sind die denn so viele? Ich muss das Gebiet Werft verteidigen. Okay, erstmal kloppe ich euch alle weg. Ah, scheiß drauf. Ich habe keine Zeit für die Futzis. Ich gehe weiter. Ich muss zu Jack. Wo ist denn hier der Weg? God damn it. Zorro soll verteidigen. Ja, der findet den Weg eh nicht. Ich mach das selber. Ich muss das Territorium Werft vor Jack schützen. Ich komme hier nicht vorbei. So. Carol und Kinemon helfen mir. Okay, wenigstens irgendjemand, ey. So, okay, das sind zu wenig Gegner. Dafür setze ich keine speziellen Fähigkeiten ein. Ich meine erstmal dieses verfluchte Mammut hier platt. Oh, das wird ein elendlanges Level, das kann ich euch gleich sagen hier. Ich denke, das wird ein 1-Stunden-Part oder so. Das ist ja richtig schlimm. Aber gut, das letzte Level war dafür relativ kurz, weil es einfach das Tutorial-Level war. Okay, ich laufe Checkengröße hoch. Wie geil ist das denn? Okay, das hat nicht gereicht. Aber sein Leben ist einfach weg. Geil, hier, ich spreng dich nochmal. Ich habe hier so viele Bomben, guck dir das mal an hier. Alles fliegt in die Luft, Jack. Alles fliegt in die verfickte Luft. Du hast jetzt nichts tun. Guck doch mal, was ich hier tue. Boom, du Penner. Oh mein Gott, dein Leben ist weg. Wie geil ist das denn? Also, Lysop ist Hammer. Lysop ist super. Der hat so heftige Fähigkeiten. Da, macht einfach eine scheiße Explosion. Einfach Bock drauf. Die ganze Welt ist einfach weg. Kusan und Smoker sind da. So, als nächstes muss ich euch alle wegkloppen. Ich hab. Okay. Dann setze ich mal nochmal ein paar Bomben und spreng euch in die Luft. Ui, wie weit weg? Alt, du musst noch sterben, du bist noch nicht ganz tot. So, verteidigt ihr bitte, weil ich habe jetzt echt keinen Nerv. Den muss ich denn noch besiegen? Da gibt es noch zwei verschiedene Gegner. Oben ist Hawkins und rechts ist Drake. Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass der auch noch da ist. Aber Jack war mit Leichtigkeit besiegt. Was einfach daran liegt, dass Lysop völlig OP ist in diesem Spiel. Geil. Finde ich super. Ah, da ist eine Mission. Müsste Kusan oder Smoker sein. Ah, ne, Kusan ist das da. Dann ist es wohl Smoker. Oder irgendjemand anderes. Aokiji. Ah, Smoker. Geil. Hat er recht. Okay, ich muss euch alle wegkloppen. Smoker helfen. Ach ja, Drake war ja Ex-Marine. So, alle hier wegkloppen und Smokey helfen und dann noch die anderen beiden Dudes killen und dann sollte ich eigentlich zu Kaido gehen dürfen, aber die haben das Level mal wieder richtig riesig gemacht, das letzte. Aber das machen die ja immer. Daran haben sie ja eine Menge Spaß, die Level einfach riesig zu machen. Ich wette, hier braucht man um die 5000 Kills oder so. Ich habe den Dude gar nicht gekillt. Und wieso habe ich den, also nicht getroffen, wollte ich sagen. Ich habe den gar nicht getroffen. Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Das verstehe ich gar nicht. So, okay, dann halt nicht. Dann lassen wir hier einfach die Fähigkeit die ganze Zeit spammen.
わざわざ挑むのは無謀というものだ。確率だ。くだらねえな。そんなもん、俺がひっくり返してやるよ。Die quasseln hier irgendwas. Wow! Nein, Bartolomeo! Shit! Okay, Moment, den kill ich noch. Ich darf Bartolomeo nicht fliehen lassen. Okay, Bartolomeo darf fliehen. Aber ich will ihn nicht fliehen lassen. So, jetzt erstmal hier. Ist jetzt die Nebenquest. Ach du Scheiße, das sind ja noch mehr Nebenquests. Oh mein Gott, hier ist so viel los. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Eigentlich sollte ich erstmal Barto retten. Wichtigster Charakter in One Piece. Besser Dude. Kleiner Fanboy, finde ich spitze. Okay, kriegt ihr das alleine voll hin? Ah, das folgt nicht. Okay, alles aufgeräumt hier. Ich muss jetzt erst zu Barto. Ich will nämlich nicht, dass Barto flieht. Dann muss ich zu den beiden Ausrufezeichen. Oh Gott, ist das viel Arbeit. Meine Fresse, das ist echt anstrengend, das Level. Und viel zu riesig. Viel zu riesig. Hier ist so viel, was auf einmal passiert. Ich werde auf keinen Fall den S-Rank für die Zeit kriegen. Auf keinen Fall. Ich renne so viel im Kreis rum. Ich weiß nicht mal, wie lange das Level hier wird. Selbst ohne Cutscenes ist das Level irgendwie viel zu lang. Wie gesagt, zum Glück war das letzte Level so kurz. Aber das hier wird ein sehr langer Part. Immer noch. Zumindest gehe ich davon stark aus. Aber das brauche ich ja nicht erzählen, das seht ihr ja selbst, wie lang der Part ist. Jetzt erstmal Barto retten. Dann Hawkins wegkloppen. Zumindest ein bisschen. Ja, das wird keinen Schaden machen, er hat noch Schild. Ups. So, jetzt erstmal Bomben. Kaboom! Kaboom! Okay, geil. Den Rest macht ihr. Ich laufe zu den Ausrufezeichen, weil ich nicht zu früh die Quest erledigen will, dann kann ich die Ausrufezeichen nicht mehr erfüllen. Oh, Sanji hat hier ein Ausrufezeichen. Okay, ich war noch nicht mal in der... Achso, das ganze Gebiet hier ist diese Nebenmission. Ja, das mache ich gerne gleich. Da helfe ich euch gerne, Zoro und Sanji. Dann bin ich jetzt Teil des Teufelstrios. Aber Nissop ist auch verdammt stark, vor allem in diesem Spiel. Aber auch in echt ist Nissop spitze. Besser Mann. Okay. Dann müssen wir zum letzten Ausrufezeichen hier. Mal sehen, was hier noch zu tun ist. Und wenn ich wüsste, wo ich genau hin muss. Ah. Okay, Sabo und Law wollen auch, dass ich das Territorium erobere. Also muss ich die beiden Territorien erobern, die hier nebeneinander sind. Und außerdem noch Drake und Hawkins besiegen. Und Jack haben wir schon besiegt. Gott, das ist so viel zu tun, ganz ehrlich. Scheiße, ja. Ich sag ja, die haben das Level übertrieben riesig gemacht. Ist natürlich Absicht, weil es ist das letzte Level und die machen da gerne ein bisschen Übertreibung. Aber ich werde jetzt hier noch eine Weile da sitzen und hunderte von Gegnern killen müssen. Und wenn eine Nebenmission auch noch Territorien erobern ist, dann sammle ich hier sowieso Kills wie blöd. Also das wird definitiv ein S-Rang geben. Dann die zwingen mich ja fast dazu. Ja, da bin ich mir relativ sicher. Also hundertprozentig jetzt aber auch nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie viel Kills ich für den S-Rang brauchen kann, weil ich mit Absicht so riesig brauchen kann. Ja, egal. Weil ich mit Absicht so riesig gemacht habe, Level. Aber manche Fähigkeiten von Lissop sind echt sinnlos. Also dieses Trampolin ist behindert. Die Explosionen hier, die sind spitze. Oh, okay. Wollte ich gerade im Griff gehen. Hier, bumm. Oh, ich hab's schon noch. Ich hoffe, das ist was anderes. Ich bin im falschen Gebiet. Ich habe einen auf Zorro gemacht und bin im falschen Gebiet gewesen. Scheiße. Okay. Jetzt habe ich völlig umsonst Gegner ohne Ende gekillt. 2500 Kills schon und ich habe keine Ahnung, wo die Gegner respawnen. Und ich muss in diesem Land der Dürre bleiben. Wow, Sabo, cooler Trick. Impacto, ihr Ficker! Captain Lissop! Soweit kann er. Okay, er macht nur sowas. Er will nur taunten. Kein Klamottenwechsel. Kusan hat 500 Gegner besiegt. Der ist erst seit kurzem hier. Der geht ja ab.
Meine Fresse, es gibt hier so viel zu tun. Ich muss, ja, ich weiß, ich muss das Territorium erobern, ich muss das andere Territorium erobern. Da respawnen die Ficker. Aber hier sind fast keine Gegner. Scheiße. Das heißt, es passiert fast nichts. Da hinten sind Gegner. Ja, die respawnen auch hier, okay. Da sind auch ein paar, aber auch nicht viele. Dann sprenge ich die mal in die Luft. Da, boom. Das hat nicht so eine hohe Reichweite. Es macht abartig viel Damage an Bossgegnern, aber es hat nicht so eine hohe Reichweite. Das ist schade. Bautu hat schon wieder Probleme. Ich habe ihn gerade erst geheilt, verdammt. Wieso sind die Gegner so weit verteilt und so wenig? Das ist voll nervig. Weg mit euch. Ich will doch nur diese scheiß Nebenquests erfüllen. Wieso müssen das denn zwei von diesen eroberten Territorium Nebenquests sein? Und dann noch so ein behindertes Territorium. Ich krieg mich schon ein bisschen auf. Aber das, die machen das, die Entwickler machen das so gut sie können und sie machen das echt gut. Aber mit dem letzten Level haben sie es nie drauf. Nicht nur, weil sie alles dazu dichten müssen, sondern auch, weil sie es einfach richtig in die Länge ziehen hier. Okay, ich habe den Anführer. Weil ich meine, hallo, das Level ist viel zu groß. Ich bin da nicht platt. Aber das Level ist viel zu riesig, ganz ehrlich. So, erste Nebenquest erfüllt. Jetzt zur nächsten. Zu Sandy und Zorro. Und dem Teufels nicht Trio helfen. Ruffy hat auch Probleme. Der darf natürlich auf keinen Fall fliehen. Drake ist noch hier, den muss ich auch noch irgendwie besiegen. Aber erst sollte ich Sandy und Zorro helfen. Dieses andere Territorium da einzunehmen. Land der Katastrophe. Okay. Dauernd erscheinen neue Kommandanten. Ja. Hier sind ganz schön viele von diesen. Hier, Bambusdinger. Okay. Oh Mann, ey. Das ist, ich weiß gerade echt nicht, was ich erzählen soll, weil ich meine, ich flopp mich jetzt hier durch. Hunderte von Feinden, ich werde 3000 Kills haben, wenn das Level hier vorbei ist wahrscheinlich. Und die respawnen auch lahmarschig as fuck, voll nervig, aber jetzt ist endlich der Anführer da, also habe ich das auch schon fast gesagt. War leichter als Land der Dürre, muss ich sagen. So, dann spreng ich dich in die Luft. Reicht noch nicht ganz, jetzt wäre das erledigt. Jetzt gehen wir kurz zu Drake, weil der näher dran ist. Und dann können wir zu... Wer ist denn da oben? Hawkins, oder? Ja, ich glaube, Hawkins müsste da oben sein. Hier bei Drake gibt es überhaupt keine Probleme, witzigerweise. Obwohl Drake... Naja, ich weiß nicht. Ich würde nicht sagen, dass er stärker ist als Hawkins. Aber er ist auch verdammt stark. Und... Ich glaube einfach Smoker und Kusan und einfach und Dawes und Kid. Wer ist denn alles hier? Ne, Sabo, das ist ein Kid. Die sind einfach zu OP. Aber Bauto ist leider nicht so OP, wie es scheint. Was auch immer Bauto überhaupt mehr macht, ne? Vergessen wir mal nicht, dass das dazu gedichtet ist. Ich darf nicht so tun, als wäre das selbstverständlich, dass Bartolomeo hier ist. Kannst du mal aufhören mit dem super geschützten Schild? Du bist so gut wie die Sieg, Drake. Hör auf, dich zu schützen mit dem Schild. So, komm zur Hölle, Drake. Oh, ich kann den nicht wegschieben. Ich renne an ihm vorbei. Fuck. Ah, ich habe ihn trotzdem getroffen. Sehr gut. Okay, Drake wäre besiegt. Dann gehen wir direkt weiter zu den anderen. Zu Hawkins. Tashigi war irgendwie in der Gefangenschaft. Ich weiß auch nicht, was das soll. Genau, rest zusammen. Wir gehen jetzt zu Hawkins. Scheiß auf die Dudes da. Und dann sollten wir langsam aber sicher mal zu Kaido kommen, denn dieses Level zieht sich. Das zieht sich so heftig. Immer das Gleiche. Und dann werden hier in dem Part ja auch noch die Cutscenes, die noch fehlen, und die Credits wahrscheinlich auch noch auftauchen. Also, Eden Sanger Part. Aber kann man nichts machen, ne? Ist halt so. Das haben die Entwickler sich so gedacht und das müssen wir auch so durchziehen. Wow. Okay, Hawkins hat auch noch halbes Leben, alles gut. Kid, Ruffy, Bartolomeo, Kamendisch, okay. Und Bissom natürlich, der stärkste von allen. Oh, ich bin schon wieder eingefroren. Wer kann mich denn einfrieren heute? Hawkins kann mich einfrieren? Wer kann mich Hawkins einfrieren?
soll das denn? Komm, geh Trampolin springen, hier. Du Loser. Okay. Captain Lizard Modus und ab geht's hier. Oh, fucking hell. Ich flieg hier immer durch die Gegend mit dem Ding. Wo ist er denn jetzt? Ich schieße einfach irgendwo hin, ich sehe ihn nicht. Also. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Boom! Und über den Haufen rennen. Und Boom 2. Daneben. Shit. Okay. Ich schieße auf Cavendish. Ich kann die gerade nicht unterscheiden. Da hinten ist Hawkins. Ich würde ihn gerne in die Luft jagen. Okay, das macht leider absolut keinen Schaden. Er sprengt in die Luft damit, aber das war auch irgendwie zu weit weg. Wo denn? Ach, der ist da hinten. Ruffy, wieso klopfst du ihn eigentlich durch die halbe Karte? Ich muss ihn auch killen. Ah, was tust du denn jetzt? Hör auf damit! Aua! Ich will... Okay, das war nur ein Special Attack, wie es scheint. Jetzt reicht's. Ich klopf dich jetzt weg. Jetzt ist Schluss mit lustig. Fahr zur Hölle, Hawkins! So. Jetzt geht's aber mal ab zu Kaido, hoffe ich. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, Pech gehabt. Okay, jetzt sollten wir zu Kaido können. Ja, aber da oben ist zwar immer noch ein Weg blockiert, aber das scheint nichts auszumachen. Was mache ich da? Ich brauche jetzt, obwohl doch, ich will noch auf die 3000 Fisch. Aber ich glaube, der hat eigentlich noch genug Verbündete. Naja, komm. Die Kombo macht eigentlich am meisten Sinn, obwohl es die langweiligste Standard-Kombo ist, die ich kenne. Okay. Warum blinkt der da unsichtbar? Auf der Karte vor mir. So irgendwie transparentes Blinken, sehr seltsam. Okay. Dragons Domäne. Was auch immer das bedeuten soll. Hä? Ach, da rein. Sollen wir den Weg hier finden, ey? Alles klar, alle sind da. Carrot, Kinemon, Ruffy. Und da ist Kaido. Ah! Moment, ich klopp euch noch kurz ins Nirvana. Sobald ich die 3000 hab, werde ich... Ah! Oh, das war keine Absicht. Keine Ahnung, wo ich hinschieße gerade. Eigentlich wollte ich die Bombe hier legen. Und Kaido in die Luft jagen. Okay, es ist auf jeden Fall der Endboss. Das sieht man an den drei Balken. Also sollte ich nach diesem Kampf das Level hinter mir haben. Und ich habe 3000 Kills. Ich hoffe, die reichen. Ich hoffe, es reicht auch mit der Zeit. Aber ich halte es schon wahrscheinlich, weil ich einfach wahrscheinlich wieder nicht genug Damage mache. Ich hatte bisher in fast keinem der Level das Zeitlimit geknackt. Also werde ich es diesmal wahrscheinlich auch nicht schaffen. So, weg mit euch. Boom, 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 boom. Ein Drittel vom Leben ist schon weg. Nice. Dann sprengen wir hier jetzt gleich alles in die Luft. Okay. Kaido, hör auf mit dem Superschild. Ich habe keinen Bock auf dein Superschild. Da, Trampolin. Oh Gott, alle fliegen weg. Okay. Gleich hat er nur noch einen Balken und dann sollten wir es so gut wie geschafft haben. Was passiert hier? Das reicht, ich renne über den Haufen. Oh, ich bin an ihm vorbeigerannt. Ich bin durch seine Beine durch. Und ich habe nicht getroffen. Shit. Kaido! Nein, jetzt! Stirb! Stirb, Kaiser! Wahrscheinlich wird auch er irgendwie überleben, weil ich meine, Big Mom ist auch entkommen. In dem Spiel. Also nicht kennen, ne? Wie gesagt, das hier alles nicht kennen. Oh mein Gott. Lüster wird Kaido einfach in die Luft gejagt. Er lebt noch. Fuck. Er hat wieder volles Leben. What the fuck? Ach, leck mich doch. Ich dachte, ich hätte es hinter mir. よっぽど死にてえらしいな。弱えガキどもが束になってどうするつもりだ。ん?そうか、お前。あの大名の家臣か。いかにも。
お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ晴らしてくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おい、そこの小僧、あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。てめえら覚悟はできてんだろうな。全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。立てついたことを地獄で後悔しやがれ。今度こそ勝つ。俺たちが相手だ。Ja, ich hab ihn doch gerade schon besiegt. Verdammt, wieso muss ich ihn nochmal besiegen? Los, Captain Lissop! Okay, dann halt nicht. What the fuck, Alter? Holy shit. Abgesperrtes Territorium, oder wie? Okay. Okay, es ist also so ein richtiger Bossfight jetzt so veranstaltet hier. Es kann auch sein, der Wechsel des Gebiet mit dem Kampf. Dennoch, Lissop war die beste Wahl für diesen Kampf. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Mir ist scheißegal. Es ist die richtige Entscheidung. Kaido stirbt! Rennt dich über den Haufen. Aber er hat ziemlich viel Leben, ja? Aber ich mache ihn trotzdem fertig. Der stört mich überhaupt nicht. Hier, Trampolin. Keine Ahnung, ob das Trampolin überhaupt Damage macht. Gut, die Hälfte vom ersten Balken haben wir schon. Die Crewmitglieder ziehen los ins Hochland, um Ruffy zu unterstützen. Ich verstehe noch gar nicht, was hier passiert. Halt. Bring das in die Luft. Habe ich getroffen? Irgendwie nicht. Hallo? Meine Fresse. Law und Kusan sind irgendwie da hinten. Und Zorro, Sandy, Carrot sind da. Und Kid und Bartomir und Cavendi sind da. Ja, keine Ahnung, was hier passiert. Sabo, Lysop, Kinemon, Ruffy. Also Lysop war ich nicht, deswegen habe ich nicht mitgezählt. Kämpfen gegen Kaido. Okay. Der hat mir zu viel Leben. Das Scheiße, die Mitwechsel. Das sind 3 Sim. Oh Mann. Moment. Ich kann da gar nicht hinterher, oder was? Laut Karte ist da abgesperrt. Oder auch nicht. Verstehe ich nicht. Wow! Was soll das? Da, Trampolin, du Arsch! Alter! Das ist unfair! Hör auf damit! So, Schluss jetzt! Ich mach dich für... Ah! Da, verdammte Scheiße! Ich muss da echt drüber springen! Das habe ich ja noch nie erlebt! Ich muss halt echt... Ha, diesmal hat es nicht funktioniert, weil ich meine Spezialattacke einsetze. Fick dich, du Bastard! Das wird nicht reichen, das macht absolut keinen Schaden. Scheiße. Ich muss echt über seinen Schwanz springen hier. So eine Scheiße. Und spring. Okay. Ich weiß gar nicht, muss ich ganz gehen. Wieso hat er schon wieder Leben? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch alles Scheiße hier.
Stirb, Kaido, ich mach dich fertig. Da, eine Bombe. Und boom, Soppe. Schon wieder Gebietswechsel. Meine Fresse. Ich sag ja, die ziehen das lächerlich abartig in die Länge. Das ist ein Level. Das ist immer noch dasselbe Level. Was soll das denn? Danke. Meine Fresse. Es ist viel zu lang. Ich glaube, ich... Aua. Bin ich schon wieder... Wie lange bin ich hier schon dran? Eine Stunde? Aua. Jetzt lass mich doch mal durch. Was ist das denn? So, Schluss jetzt hier mit lustig. Da, Trampolin. Und Angriff. Und Angriff. Und Angriff. Ah! Hör auf damit. Ich wollte gerade springen. Ach komm, hier, Angriff. Ich renne dich über den Haufen. Stirb, du Penner. Und Kizuna Ra... Nee, noch nicht ready, okay. Ah, wieso schleuderst du mich denn weg? Jetzt lass mich doch was einsetzen. Ich krieg gleich die Krise. Ist das nervig? Alter. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal sein Leben an, das geht nicht runter. Jetzt mal no. Ist das dumm? Schluss jetzt. Da, dein Schild ist weg. Ersetzt. Okay. Ersetzt diesen Burrow Breath auf jede meiner Crewmitglieder, bis ich einmal sein Schild breche. Uäh. Und er wechselt schon wieder. Aber das ist der... Weiter kann er nicht fliehen. Er wird es jetzt noch auf die da unten einsetzen. Nimm mich durch! Let me in! Okay. Jetzt sehe ich nichts. Da. Er hat mir gerade einfach die Sicht genommen mit dem Angriff. Mehr nicht, nur die Sicht. Okay, Kaido, jetzt geht's auf die Fresse. Sanji wäre ja echt nützlich, weil er ein Himmelstyp ist. Und der einfach die ganze Zeit in der Luft bleiben kann und Kaido verprügeln. Das ist jetzt, da ist Lissop doch nicht die beste Wahl in dem Fall. Aber das kann man ja vorher nicht wissen. Hauptsache, ich habe alle Strohpiraten endlich ausprobiert. Ah! Jetzt fehlen dann echt nur noch Kid und Law und dann fehlen halt alle Fähigkeiten. Ich werde sie jetzt einfach schon mal ansprechen, weil ich sonst nicht weiß, was ich erzählen soll, während ich hier auf Kaido mit meinem Ballonhammer einschlage. Und zwar werde ich in den nächsten zwei Parts noch Law und Kid nach der Zwei-Jahres-Pause ausprobieren. Und im... Also in den nächsten zwei Parts und dann im übernächsten Part in dem Fall werde ich das Schatzlogbuch dann endlich beginnen. Das heißt, dass wir hier nicht wie in Pirate Warriors 3 noch ewig Level S-Rang und was weiß ich alles freischalten müssen. Ich werde hier nur noch die Charaktere ausprobieren, die noch fehlen. Und ihre Fähigkeiten hole ich mir dann im Schatzlogbuch, hoffe ich. Also können wir das sehr bald beginnen. Und ich bin, wie gesagt, wie ich schon tausendmal gesagt habe, sehr neugierig, wie das genau abläuft oder was das ist. Sehr gespannt. Er wird auf jeden Fall garantiert interessanter als dieser Kampf gegen Kaido hier. Der ist sowas von dumm. Aber ich sag ja, die haben es nicht so drauf mit ihrem letzten Level. Okay. Zoro, Sandy und Carrot greifen an. Nice. Gut, wenn die anderen auch noch angreifen. Der Dude hat immer noch halb volles Leben. Das ist doch... Was soll das denn? Stirb endlich mal, ey. Meine Fresse. Dieses Level gefällt mir nicht. Ganz ehrlich. Ohne... Oh mein Gott, was passiert jetzt mit ihm? Voll am Rumzucken. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, aber es sah echt lustig aus. So, jetzt renne ich dich noch über den Haufen. Ist das. Boom. So, nichts passiert. Cool. Alter, ist das dumm. So, ich mach hier noch... Ah ja. Hier und boom und das. Wo ist er hin? Treffe ich ihn überhaupt gerade? Ich hasse dieses Level so hart gerade. Es ist so eintönig. Es passiert einfach nichts. Alter, was zum Fick? Okay, es passiert schon was. Sag dir, dass du mir das Gegenteil beweist. Aber es ist trotzdem total sinnlos. Mein Gott, ey.
So, wie sieht's mit deinem Leben aus? Fast vorbei. Okay. Cavendish, Bartolomeo und Justus. Schön. Warum laggt es jetzt? Sag mir bitte nicht, dass mein Speicher langsam voll ist. Das wäre eine Scheiße. Ah, nee. Okay, ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber... Der Speicher kann jetzt noch nicht voll sein. Ich bin mitten im Level. Allerdings kann ich eventuell notfalls pausieren, aber ich muss das Level auf jeden Fall zu Ende machen. Okay, Moment. Das geht hier gerade gar nicht fit. Ich guck mal kurz nach, woran es liegt. Moment, gleich wieder da. Also, ein bisschen Zeit haben wir noch. Es sollte schon reichen. Ich meine, wir haben noch 65 GB frei. Der PC kann noch nicht rumzicken, deswegen. Der zickt wahrscheinlich einfach nur rum, weil er Bock drauf hat. Wir machen jetzt Kaido in 0, nichts. Alle, scheiß auf alles. Kacklevel, alles Mist hier. Und dann gucken wir mal, dass das hier passt, weil ich habe keine andere Wahl gerade. Ich kann ja wohl nicht das Level nochmal machen. Oh mein Gott, Alter. Ich meine, ich könnte noch kurz Speicher frei machen, indem ich alle Dateien auf die externe verschiebe. Aber es kann eigentlich nicht daran liegen. Wir haben noch so viel Platz. Vielleicht noch locker für 10 Minuten. Okay, Law, Kusan. Waren das nicht noch einer? Waren das nicht Nummer 3? Keine Ahnung, ich habe einen Blitz gesehen, aber ich weiß nicht, wer das gewesen sein könnte. Ist ja auch egal, ist eh alles nur von den Entwicklern erfunden hier. So, seht ihr, jetzt lag's wieder nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Manchmal lag, manchmal nicht, aber auf jeden Fall Kaido, fahr jetzt endlich mal zur Hölle, ich hab keinen Bock mehr! Und was, ich meine, es würde jetzt eh noch eine ewig lange Cutscene geben, oder? Oh je. Yeah. Die Frage ist halt, ob die Cutscene jetzt auch lag, das wäre nicht so geil. Ich meine, der Kampf hier ist ja eh relativ egal, ich mache ja nichts anderes als das draufhauen. Ich frage mich, ob das sich hier überhaupt irgendjemand auf der Welt angucken will. Ganz ehrlich, ich kämpfe eigentlich, ich mache ja einfach nur die ganze Zeit angreifen und nix und, oh Gott. Okay, ich mache also folgendes, ich werde, Alter, jetzt leckt er wie Hölle. Okay, ich werde hier jetzt erstmal kurz nochmal Pause machen und die Dateien rüber kopieren, weil ansonsten wird die Cutscene vielleicht auch laggen. Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, bringen wir es kurz zu Ende. Kaido ist fast besiegt. Und dann kommen wahrscheinlich die Endcutscene und die Credits. Komm, renn ihn irgendwie. Mal sehen, das müsste reichen. Yep. Lysop hat Kaido besiegt. Emira, ore o namesugi nan ja ne no ka? やつの隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。 Carrot. Oha, okay. Jawohl. ちょっとおとなしくしときなさいよ。うん、拙者も見届ける。戦えなくても命を果てる覚悟でござる。消し炭にしてやる。 Nice. どこ行った?
麦わら。俺はここだ。カイドウ。What the fuck？ 俺を倒して、俺はモモとの約束を果たす。図に乗るな。海賊ごっこの小僧が。What the fuck, eh?Okay, ich habe keine Ahnung, ob die Attacke jetzt ein Spoiler ist oder ob die nicht vorkommen wird. Aber bis jetzt gibt's die noch nicht. Yatta! Zuini Kaido! Atama itte. Shinene mon da na. Tsumarane.こんな退屈な世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよ、てめえらをここでぶっ潰しちまっても面白くねえ。うわっ、スモーカー中将、皆さんはそのまま本部に帰還なすってください。ビッグマムとカイドウがしばらくおとなしくしてくれりゃいいが、海賊どもと組むのはこれで最後にしてえもんだ。ロウ、キッド、そして麦わら、奴らはさらに力を増し上がった。Ruffy geht mit Lysop und Lysop hat Kaido besiegt. 絶対にあっちゃならねえ。あの世代から黒ひげに次ぐ新たな四皇が誕生するなんてことは、を狙う間柄だ。いつか必ずてめえは倒す。ワンピースは俺が見つけるけどよ、敵とか倒すとかまだいいじゃねえか。今はよ、一緒に戦った仲間なんだからよ。ああ
間、俺たちはもう仲間なんだからよ。あ、ルフィ、俺はそろそろ任務に戻るよ。無事でよかった。またどっかで会おう。まだいろよサボ。そうしてんだが、このところ革命軍も世界政府も慌ただしく動いてる。世界は大きく荒れるかもしれねえ。わかったよ。お前の仲間たちに挨拶してから出航するよ。じゃあな、サボ。Ist das wegen Shusui? Na gut, das hat sich ja eh erledigt. Ist irgendwie auch kurz so. Nur die Musik. Nicht mal Gejubel oder so. こそ四皇をぶっ飛ばしてワンピースを見つけて海賊王に俺はなる。Okay, was ist jetzt? Jesus Christ. Oh mein Gott, das ist immer noch nicht vorbei. Ja, sind es die Credits? Okay, das sind die Credits. Also, viel zu langes Level, muss ich sagen. Der Part geht jetzt, glaube ich, über eine Stunde. Aber das war jetzt die ganze Story von Pirate Warriors 4. Hier sind wieder die Credits. Ich glaube, im dritten Teil habe ich es ausgemacht, da ich verlinkt habe, wo ihr hinklicken müsst, damit die Credits vorbei sind. Ich lasse die jetzt einfach laufen und ja. Wir sehen uns oder wir hören uns nach den Credits wieder.
Sehr schön, okay. 45 Minuten! Freu dich doch nicht so, Lysop. Ach du Scheiße. Okay, ach du Kai. Alle aufgelevelt, holy shit. Ja, Karten erhalten. Okay, die sind also alle spielbar. Okay. Jesus fucking Christ, viel zu viele Sachen bekommen. Okay. Kaido freige. Kaido ist spielbar. Na ja, gut, warum auch nicht, ne? Okay, haben wir es jetzt. Ich kann alle Charaktere jetzt freischalten. Gut, und damit wären wir mit dem Geschichtslogbuch fertig. Ja, jetzt muss ich nur noch... Oh, jetzt spinnt die Musik schon wieder. Das macht irgendwie immer, wenn ich den Part beenden will. Hier seht ihr 100% Geschichtslogbuch. Ignoriert die anderen Saves. Und ja, ich speichere lieber mal, nur zur Sicherheit. Und beim nächsten Part werde ich noch Law... Bei den nächsten beiden Parts werde ich noch Law und Kid ausprobieren. Und dann geht's ab ins Schatzlogbuch. Es gibt auch noch freie Logbuch, da kann man jedes Level nochmal mit jedem Charakter spielen. Aber da brauchen wir ja nicht rein. Okay, super, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.